Hallo Ismail, herzlich willkommen. Ich wüsste gerne ein paar Dinge über dich. Bist du bereit? Ja. Also, sag uns doch mal deinen Namen, wo du herkommst. Wie hat es dich hierher verschlagen nach Ingolstadt, wo du jetzt heute vor mir sitzt? Ja, hallo, guten Tag erstmal. Ich bin Ismail Owair, bin 20 Jahre alt. Ja, also ich bin jetzt eigentlich in Ingolstadt seit ungefähr so 2 Jahren. Was mich nach Ingolstadt brachte, ist ein Freund. Und dann habe ich mich bei diesem Freund aufgehalten, bin da geblieben. Die Stadt hat mir gefallen, habe ein paar Leute kennengelernt, die mit der Zeit langsam gute Freunde von mir geworden sind. Das hat mich sozusagen für Ingolstadt gezogen. Und ja, dann habe ich mich da an der Schule angemeldet. An welcher Schule? Auf der Forst bin ich jetzt, auf der 11. Klasse. Das haben wir schon jetzt hinter uns. Wir haben nur noch nächste Woche und dann sind wir mit der Schule fertig. Dann gibt es Ferien. Ja, dann kann man die Zeit einfach genießen. Und Woher kommst du aus Syrien, Ismail? also meine Stadt liegt ganz im Süden von Syrien. Es heißt Daraa. Ja. Das befindet sich an der jordanischen Grenze. Und warum bist du geflohen? Ja, es ist halt schwierig zu beschreiben. Jetzt herrscht der Krieg in Syrien und es ist einfach schwierig dort zu leben, beziehungsweise in meinem Fall auch weiter zu studieren. Also ich war auch in Syrien in der 11. Klasse und dann konnte ich leider nicht mehr weitermachen und da musste ich halt wieder die 11. Klasse wiederholen. Ist deine Familie noch in Syrien? Ja, meine Familie befindet sich jetzt in Ägypten. Also wir sind zusammen bis nach Ägypten gegangen und dann haben wir uns leider getrennt. Und dir gefällt es hier in Ingolstadt? Ja, es ist eigentlich ganz schöner Stadt und wie gesagt, was mir in Ingolstadt gefällt, sind die Menschen einfach, weil Ingolstadt ohne Menschen wäre ja nichts. Ich kenne dich ja schon ein bisschen länger und du hast die Sprache unwahrscheinlich schnell gelernt. Wie kam das denn? Ja, also am Anfang war es auf jeden Fall schwer. Am Anfang konnte ich mich nicht mit den Leuten verständigen. Da habe ich das schön Englisch gesprochen und ich habe halt einfach so Wörter gelernt. Ich konnte keinen richtigen deutschen Satz aufbauen und das kam mit der Zeit, dass ich mich ganz oft mit den Leuten unterhalten habe und dann konnte ich halt besser und besser und besser, bis ich jetzt schon gut Deutsch konnte. Ja, das ist eine interessante Geschichte. Und was ist denn dein Ziel, Ismail? Ja, meinst du, also ich würde eigentlich ganz gerne ein Informatiker werden. Und ich bin derzeit schon in dem Zweig Technik, was mich zu meinem Ziel bringt. Und wie ich sehe, hast du auch ganz viel Interesse an dem, was in Ingolstadt geschieht, an der Politik, an ganz vielen Dingen. Woher kommt das? Ja, klar, also ich wohne ja da und was den Leuten da angeht, geht mich auch an. Ich bin Teil dieser Gesellschaft jetzt und ich muss mich damit beteiligen. Was da in Ingolstadt passiert, betrifft mich ja auch, obwohl ich kein Deutscher bin. Aber ich wohne ja Und was würdest du den anderen Flüchtlingen empfehlen, die schon hier sind? Wie kommt man am leichtesten in Kontakt mit der Stadt, in der man lebt? da. Ja, das ist halt schwierig. Wie kann ich empfehlen? Man muss immer einfach nett sein und die Menschen ansprechen, ohne Angst zu haben. Man muss sich vertrauen und in die Straße gehen und man muss sich auch ein bisschen anstrengen. Man muss sich ja immer an die Neuesten beteiligen. Man kann nicht einfach sagen, ja, die sind fremd und für die Deutschen sind wir auch fremd. Diese Barriere muss man irgendwie überwinden. Ja, Ismail, wir haben unsere Zeit schon überzogen, aber es war ein sehr interessantes Finde ich Gespräch. aber auch. Vielen Dank, Ismail. Euch aber auch.